Hallo und herzlich willkommen hier am heutigen Sonntag zu einer neuen Folge Sim Airport. Wir sehen jetzt hier unser neues Gate, was wir in dieser Folge in Betrieb nehmen wollen und dafür dann hier schon mal ein Gate für wegnehmen. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Was brauchen wir? Ich würde sagen, wir kaufen oder wir machen jetzt Mitarbeiter erstmal doppelt. Das heißt, wir werden nochmal den nötigen Staff kaufen. Jetzt brauchen wir erstmal eine Tür. Und nicht direkt feuern. Gucken, wir haben jetzt fast 17 Uhr. Mal gucken, ob wir es schaffen, heute noch fertig zu werden. Und einfach nebenbei den Betrieb laufen lassen. So, was wollen wir denn jetzt? Ich möchte jetzt Gate Agent Test haben. So. Wir könnten jetzt. Wie haben wir das denn hier oben gemacht? Da haben wir zwei Stück. Ja gut. Ich würde versuchen. Boah, machen wir das einfach wieder so. Zwei Stück. Hier eins. Haben wir da ein bisschen Platz zwischen? Ja, haben wir sogar. Würde ich sagen, machen wir auch einfach. Näher zusammen das Ganze quetschen und alles, das geht später immer noch. Ne, da. Warteschlangen. Werden natürlich noch. Das sind ja, glaube ich, hier nicht die ganz großen Flieger. Das sind ja, glaube ich, noch so mittelgroße Flieger. Wie viel Platz haben die? Ja, man sieht durchs Ganze nach rechts und links gehen. Es ist ein großer Flughafen mittlerweile schon. Sechs Reihen. Ja, das sollte ich mal. Sollte ausreichen. Gehen wir 10 nach außen. Und nochmal jetzt eine zurück. Und dann haben wir hier eine Viererschlange für die erste Klasse. Das heißt, wir brauchen zweimal Staff. So, haben wir jetzt 30 Staff-Leute. Wenn ich das angucke, wir haben 50 Woodworker, 50 Security, 25 Workmen. Das kommt gar nicht so viel vor dafür, dass wir ja Ticketing haben und hier am Schalter welche. Warten wir mal ganz kurz, bis das Gate Agent Desk hier gebaut ist. Was wir jetzt uns noch überlegen könnten, ist, ob wir nicht sagen, hier ist das Gate, hier kommt das Baggage Karussell hin. Das hier hinsetzen. Jetzt ist überall noch drei, sind überall noch drei Plätze frei. Die könnten wir mit Sitzplätzen voll machen. Erstmal so, sind jetzt 12 geschaffene Sitzplätze. Die, ja, da, wo sich jetzt Leute hinsetzen können. Nochmal so nebenbei zum Baggage-Karussell direkt, dass die gar nicht so weit laufen müssen. Dann würde ich hier eine Pflanze hinsetzen. Und vielleicht hier zwei Phone Charger. Ach ne, die stellen sich ja da dran, ne? Dann macht das ja keinen Sinn, wenn wir das in der Ecke machen. Würde ich sagen, wir nehmen einfach eine Pflanze, setzen die in der Ecke und das reicht. Machen wir hier vielleicht einen Phone Charger irgendwo hin. Und ich würde auf jeden Fall noch einen Mülleimer vom Eingang machen, dass jemand noch mal irgendwie seine Taschen kurz entleeren kann. Ja, und vielleicht hier auch noch mal irgendwie für Plätze haben wir ja, einmal lassen wir, dann hätten wir hier auch eine Dreierbank hinsetzen können. Kommt hier ein Mülleimer hin. Wo sind die Aufladegeräte jetzt drunter? Dass das nicht als Komfort zählt. Ist das überhaupt irgendwo schon einsortiert? Doch, unter Retail. Auch wenn wir damit kein Geld machen. Aber vielleicht ist das ja irgendwie geplant,
1 Euro reinwerfen für so und so viel Strom. Sonst müsste es ja eigentlich unter Deko sein oder unter Komfort. Kommt hier ein Phone Charger hin. Und ich würde sagen, wir machen einfach nochmal eine Blume daneben. Und das soll einfach so eine kleine Ecke. Bisschen was Buntes. Gut, ist natürlich jetzt nicht ganz optimal mit der Bank. Die macht das jetzt so ein bisschen unästhetisch, weil das nicht bündig ist. Aber wir können das ja schon mal weiterdenken, falls hier unten was hinkommt. Dass wir die beiden Sachen jetzt nochmal drehen. Und für die Leute so machen. Und da auf jeden Fall Sachen auf einer Länge von 5 stehen wir hier oben. Nur du bist nicht angeschlossen. Und ihr auch nicht. Dann machen wir erstmal das Gate. Erste Klasse. Nee, Coach. So, jetzt erste Klasse. Hier genauso. Und auch zum Gate. Jetzt haben wir 18 Uhr, jetzt können wir fast. Der geht jetzt nur hin zum Sitzen. Den Weg. Und der muss bestimmt... Ja, das wird ja jetzt echt super. Diese Person hier muss in... Okay, 216 Minuten. Das ist echt noch viel Zeit. Aber hier oben ist alles frei. Oder vieles frei. Und die setzt sich da hinten in die Ecke hin. Und hier kommen. Oder hier laufen gerade einige Leute hin. Aber das Gate ist jetzt soweit fertig. Nee. Wir brauchen noch Fuel. Haben wir das mittlerweile irgendwo an eine bestimmte Stelle gesetzt? So, das tun wir dahin. Und jetzt brauchen wir noch die Anbindung für das Gepäck. Ich bin am Überlegen, wenn wir das jetzt hier so lassen, könnte man hier eine vielleicht erste Klasse eine Lounge machen. Hier macht man für die Flugbegleiter eine Lounge. Das davor färbt man in Grau. Und dann kriegt jedes Gate ein eigenes Baggage Depot. Gucken wir mal, dann müsste es ja ausreichen, wenn... Wie weit gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt einfach nur auf die Mauer drauf? Ja, würde ich sagen. Machen wir einfach mal so. Das sollte ja jetzt schon ausreichen. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja gut, wir müssen das Ticketing natürlich irgendwann nochmal komplett neu machen. Hier haben wir noch gar nichts angeschlossen. Okay, der ist ja noch gar nicht. Der hat ja gar nichts, das Flugzeug hier. Oh, das ist falsch, sehe ich gerade. Moment, stopp. Abbrechen. Das wird so nicht funktionieren. Denn das rote von hier geht da dran und das blaue braucht dann nochmal einen Hub. Dann würde ich sagen, machen wir hier für das Gate das Baggage Depot hin und dann kommt hier das Hub drunter. Müsste ja ein Zweier ausreichen. So, wie war das jetzt? Wir kommen vom Flieger. Blau ist später. Bei Blau kommt das Gepäck rein. Dann ist das nur zum... Oh, dann haben wir das Baggage-Depot falsch rumgemacht. Ja, es ruckelt ein bisschen. Aber es läuft ja gerade nichts. Das ist ja schon ein Weilchen her, dass wir das gemacht haben mit dem Baggage-Depot. Also, wir gehen bei Blau. Wir gehen hier rein und bei Rot raus. Das haben wir. Und brauchen dann nochmal
ein Baggage Depot, was dann zu den Gates geht. Also müssten wir, ich würde das einfach mal hier in die Mitte setzen. Wenn wir oben vier Gates machen, würde das ja passen. So. Und jetzt gucken wir einfach nochmal. Also. Na, nee, das ist falsch herum. Das wird so nicht gehen. Ach, das ist sogar schon abgebaut, oder? Ne, so geht's jetzt zu canceln. Also von Rot zu Rot. Dann muss Blau gleich hier rein. Also brauchen wir das Baggage Depot. Ja gut, machen wir da ein bisschen Platz. Oder warum können wir das nicht denn direkt da dran machen? Wegen dem Fuel jetzt? Könnte wegen dem Fuel sein. Obwohl, ob es jetzt so da ist oder. Gucken wir mal, dass wir das einheitlich machen. Dann brauchen wir, gehen wir hier raus. Hier rein. Und werden dann den Stückchen höher machen, denn wir brauchen. Ne, wir müssen den anderen nehmen. Der geht hier hin und der dritte. Von links aus gezählt wird dann hier oben her geführt. Okay, das geht jetzt so. Jetzt will ich noch einmal kurz gucken bei dem Fuel. War das nicht auch hier? Doch, ob das hier nebenher geht. Ja, perfekt. Bei dich müssen wir auch noch anschließen. Dann nehmen wir jetzt einfach hier schon mal die vorhandene Pipeline. Und bevor wir jetzt auf Weiter klicken, müssen wir noch. Was fehlt denn jetzt für eine Farbe? Wir müssen noch von. Habe ich das gerade abge. Nee. Das war gerade irgendwie. So, jetzt ist es wieder im Vordergrund. Müssen wir. Jetzt bin ich gerade echt raus, muss ich sagen. Gehen. Von hier, ja, blau in blau, aber wie kommen wir denn jetzt? Ich frage mich gerade, wie wir jetzt am besten. Wir haben das ziemlich komisch gemacht. Irgendwie. Weil wir müssten jetzt hier rein. Ne, wir müssten das jetzt umändern, glaube ich. Wir könnten. Wir müssen jetzt. Also blau kann man ja am blau verbinden. Und wir müssen jetzt mit den Sachen hier rein. Jetzt wäre die. Also wie es auf jeden Fall funktionieren würde, ist, wenn wir den hier jetzt gerade ausführen würden. Hier rein. Und hier bei Rot raus, hier unten dran. Dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Dann ist das Baggage Depot durch das ersetzt worden. Was ich mich jetzt nur frage, wenn wir. Weil hier ja noch nichts umgeschlagen wird. Wenn wir jetzt von hier. Ich glaube, blau ist eigentlich egal, wo wir reingehen. Hier reingehen. Weil dann muss ja. Würde das Band ja jetzt schon erkennen, dass es hier sich. Einmal geradeaus und einmal nach rechts fahren muss. Bin mal gespannt. Wir können es ja mal so ausprobieren. Lernen wir was dazu. So. Jetzt wird natürlich erstmal viel gebaut. Küche ist auch. In der Küche ist auch sehr viel los. Und jetzt mal würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen vor und gucken mal. Hier haben wir nämlich die Fehlermeldung, ist nicht an der Pipeline dran. Das ist auch noch nicht angeschlossen. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal bis 23 Uhr. Und
gucken mal, wie weit wir dann gebaut haben. Ja, sie schleppen noch sehr viel hier hin. Sieht man an den ganzen Paketen. Betanken hat uns 79.000 Grad auf einmal gebracht. Das ist auch sehr viel Geld. So, wie schaut es denn aus bei euch beim Bauen? Habt ihr schon was angefangen? Sieht nicht so aus. Doch, hier haben sie angefangen. Jetzt ist die Frage nur, ob es am Ende wirklich funktioniert. Pipeline haben sie auch schon angefangen. Da bin ich echt gespannt, ob das funktioniert. Weil dieser Punkt hier macht mir irgendwie so ein bisschen Sorge. Hier ist ja kein Hub dazwischen und trotzdem muss das Gepäck verteilt werden. Jetzt machen sie halt immer stückchenweise was. Das ist gleich angeschlossen. Ne, du bist sogar schon angeschlossen. Dann machen wir da für das Kleine, machen wir schon mal ein Baggage. Eine Baggage Zone. Ne, oder Baggage Claim. Geht nicht. Wir brauchen doch Non-Security. Dann ist eher alles umsonst. Ich dachte, die könnte man. Ne, der hier haben sie immer noch nicht geändert. Requires Non-Security Area. Dann bringt uns die Ecke hier gar nichts. Und alles, was wir bauen, gerade auch nicht. Beziehungsweise es bringt uns ja schon was, dass das Einladen vom Gepäck schneller geht, wenn alles gebaut ist. Und das Betanken. Aber das war das Problem. Die Baggage oder das Baggage Claim, die Baggage Claim Zone, die geht nicht im Security-Bereich. Und gerade den Leuten möchte ich ja eigentlich Sitzmöglichkeiten geben. Was ist denn, wenn wir, ich nehme jetzt einfach mal das hier als Beispiel, hier einen Raum hätten. Da kommst du von rechts rein durch eine Security Exit und von links raus durch eine Security Exit. Dann müsste das, weil man kann die Türen ja nur von einer Seite aus betreten. S, da. Hier haben wir das rote bzw. das grüne Symbol. Ob das geht, ja gut, das wäre dann die nächste Sache, die man testen müsste. Aber wir haben jetzt 23.39 Uhr, 420 Passagiere und zu spät. Und der hat schon 5 Stunden gehabt und kam sogar zu früh. C1 müsste sogar, ja. Aber ist der Einzige, die sind noch am Gate. Haben auch noch Zeit. Ja, morgen. Ne, hier ist nochmal irgendwo. Ja, gut, eine Minute, vier Passagiere, das würde ich sagen, ist okay. Der fährt gerade weg. Müsste erst um null. Aber ansonsten, was haben wir noch? Einmal gelb für zwei Passagiere, die fehlten. Und wir sind 15 Minuten abgehoben. Ne, wir sind 10, 15 Minuten zu spät. 2 Minuten zu spät ist auch schon gelb. 7 Minuten zu spät. 6 Minuten zu spät. Ich glaube, an einem realen Flughafen wäre gefühlt alles dann gelb. Aber gut, wir wollen ja alles irgendwie mal in grün schaffen. Und dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall das Flight Management. Wollen wir B1 oder B2? Was wäre denn sinnvoller? Ist eigentlich egal, glaube ich. Dann würde ich sagen, fangen wir mit B2 an und setzen alles. Das können wir, glaube ich, noch ein Stückchen höher machen, oder? Man muss draufklicken, so. Alles vom B2 auf D1. Damit haben wir ein komplettes Gate sozusagen einfach nur verschoben. Sind auch nur 4 Flüge und ab morgen ist dieses Gate dann unbenutzt.
Oder ganz kurz, wie es mittlerweile ausschaut. Jetzt haben wir 0 Uhr. Sollte. Ja, stehen sogar schon drauf. Flüge heute, 4 Stück. Aber wo ist unser Personal hin? Das ist. Da kommt es jetzt. Das hat aber lange auf sich warten lassen. Die haben wir doch schon vor einiger Zeit angestellt. Das hier geht nicht mit einer Security Area. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, ob das so funktioniert. Weil hier ist kein Hub und hier muss es trotzdem irgendwie verteilt werden. So, was steht jetzt hier? Achso, wir müssen das Gate assignen. Das ist. Und ein Hänger mit einem Baggage Car. Ach, hier sind nur Fuel Trucks drin. Gut, das können wir auch ändern. Baggage Car. Kann ja hier so schön runterfahren. Ja, jetzt sind die Fehlermeldungen weg. Jetzt würde ich sagen, lassen wir das. Die Zeit haben wir erreicht, die 20 Minuten. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt mal auf den ersten Flieger. Der kommt um. Haben wir nicht vorhin gesehen, wann unsere ersten Flüge kommen, als wir mit der Maus da drauf waren? Ach, wir müssen ein Stückchen näher dran. 6.15 Uhr. Und du bist um 6 Uhr. Deshalb mache ich jetzt mal so. Denn ich möchte jetzt wissen, ob die Baggage Cars beide in beiden Flugzeugen das Gepäck laden. Das möchte ich noch eben mit euch herausfinden, ob man wirklich da einen Hub braucht oder ob es so funktioniert. Könnte ja sein, dass es jetzt immer noch bei B1 funktioniert, wie vorher. Dass es jetzt nur bei D1 funktioniert oder bei beiden oder bei keinem. Also 4 Möglichkeiten gibt es jetzt. So, da höre ich schon den ersten Flieger kommen. So, 6 Uhr. Da müsste jetzt einer kommen und das ist der hierfür. Ich würde mal sagen, wir machen mal auf der zweiten Stufe. Da geht der Arm dran. Hier ist er schon dran. Da kommt das Baggage Car zum Unload. Wir wollen aber das Loading Car gleich haben. Unloading A1. Schön 35.000 Liter am Betanken. Wie viel haben wir davon noch? 664.000. Da. Loading B1. Okay, das sieht gut aus. Und du? Loading D1. Also scheint beides zu funktionieren. A21 nimmt er jetzt auf. Dürfte jetzt hier drunter fahren. Und steht es dann da gleich auch nochmal? Ja, da steht es weiß auf weiß Loading. Baggage Load 21 hat er aufgeladen. Aber wir brauchen noch 57. Fährt er gleich nochmal los? Ist das noch für das Gepäck für die weiteren Leute? Wie viel Zeit hast du noch? 2 Stunden. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, wer ist das jetzt? Golfkart, was macht der? Der müsste jetzt das Gepäck hier raus. Ne, Baggage Unload ist schon. Aber was ist denn mit den 26 Stücken jetzt, die hier noch fehlen? Du fährst. Da kommt noch ein Golfkart. Fährst jetzt hier rein. Jetzt bist du weg. Aber hier fehlen immer noch Gepäckstücke. Da kommt noch ein Golfkart. Die werden, denke ich mal, zu C1 fahren. Aber was ist denn mit den 26 Gepäckstücken jetzt? Sind die jetzt weg? Wie viel Zeit hast du? 30 Minuten. 15 Passagiere. Passagiere sollten wir schaffen. So. 1 Minute zu spät, 5 Passagiere, davon stehen ein paar in der Schlange, aber das Gepäck fehlt. Was ist mit dem Gepäck? 10 Passagiere.
99% boarded. Aber da fehlte doch mehr als die Hälfte des Gepäcks. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn ihr wisst, woran das jetzt lag, dass da 26 Gepäckstücke fehlten, gerne kommentieren, würde ich mich drüber freuen. Denn das geht ja nicht, dass wir unsere Passagiere ohne Gepäck losschicken. Hat das jetzt hier mit unserem... mit dieser kleinen Abzweigung hier zu tun, dass die im falschen Flieger gelandet sind? Da muss der eine ja da gestehen gehabt haben, mehr als nötig. Gut, das haben wir jetzt leider nicht gesehen. Aber wenn ihr da was wisst, schreibt mir das gerne. Ja, und das für Baggage-Karussell würde ich sagen, lassen wir da erstmal. Vielleicht, wenn wir das hier alles weiter umgeändert haben, gibt es ein Patch, dass das auch in der Security Area sein darf. Ja, und ich würde sagen, dann in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende, bauen wir das Ganze hier nochmal größer um. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und hoffe, die Folge hat euch unterhalten und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.